C steht für Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. Okay, auch ein Punkt. Intelligence steht für Intelligenz. Wer hätte das gedacht? Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll in Mathematik und mit Wissenschaftssachen aus. Okay, im Spiel mag das so sein, in Wirklichkeit nicht. Ja, wir hätten hier noch Beweglichkeit, Luck für Glück. Und ja. Fertig. Habe ich doch schon. Okay, ich wollte es jetzt schon knacken, aber... Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Schon wieder sowas Perverses. Also langsam. Ich speichere hier mal schnell ab und mache dazu kurz Pause. Und schon sind wir wieder da. Neun Jahre später. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag! Er wächst so schnell. Ich habe nicht Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Wenn nur deine Mutter... Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. So, schauen wir uns gleich mal meinen Pip-Boy an. Und ja, ich habe ihn auf weiß eingestellt. Warum, weiß ich nicht. Ich finde die Farbe irgendwie toll. Ja. Level 1, Zustand 8. Da gehe ich später noch genau drauf ein, wenn wir es brauchen. Hier kann man Radio. Vault 101 Lautsprecheranlage. Man kann später auch auf normale Radiostationen wie Galaxy News Radio oder noch irgend so ein Doodly-Doo-Viech, keine Ahnung, umstellen. Das werde ich allerdings nicht tun, da es da bestimmt hundertprozentig Copyright-Probleme gibt, wenn da Lieder im Radio kommen. Und ja, dazu ist mir die Arbeit zu schade, wenn YouTube die dann einfach so sperrt. Ich muss mit Gästen sprechen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Nicht wirklich. Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Hast mich nicht ausgetrickst, hab nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Lüge. Großartige Party, Herr Meter, danke, dass du das für mich gemacht hast. War es da schon oder hat die richtige Party noch gar nicht begonnen? Nimm mir das in der Mitte. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich hab nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate! Ich habe echt keine Ahnung. Ein Date mit Christine Kendall. Wer ist das? Ja, mit dem Geschenk. Das klingt sympathisch. Na super. Ich hätte nicht gesagt, dass du auf Mädchen stehst. Danke. Du weißt, was ich meine. Also sei nicht gemein zu mir. Vielleicht sollte ich das jemand anderem geben. Jemandem, der Grognack der Barbar mehr mag als die fiese Christine. Die Frage ist, wie erkennt man den Unterschied? Wäre auch gerne 10. Grognack der Barbar. Schauen wir gleich mal. Gegenstände. Hilfe.
Nahkampfwaffe um 1 erhöht. Ja, mit solchen Büchern, die werden wir noch öfter finden, können wir uns Erfahrung erkämpfen. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Alles Gute Was? Zum Geburtstag. Ihr beiden seid jetzt beste Freunde? Hey Wally, ich glaube, Paul verweichlicht. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Natürlich mag sie mich, ich bin doch so charmant. Ja. Das hat sie gut gemacht, aber man hätte schon etwas mehr helfen können. Naja, nehmen wir das. Bilde dir nicht zu viel auf ihre Freundschaft ein, junger Mann. Ich bin immer noch der Aufseher und für diese Vault und ihre Bewohner verantwortlich. Soll ich dich schlagen? Da ist ein Messer. Warum stellst du dir deinen neuen besten Freund vor? Ach, halt's mal. Trottelgesicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach, du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Ja, gnädige Frau. Oh, sie hätten mir doch kein Geschenk mitbringen müssen, Mrs. Palmer. Ich hoffe, sie bringen mir was Besseres als letztes Jahr. Ja, das ja. Papalapap. Welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke? Ob du es glaubst oder nicht, auch ich war mal 10. Yep. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßkuchen, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Trottelgesicht. Und Zeit, den Kuchen anzuschneiden. Andy, halt. Warte. Nette Party. Lecker. Bevor ich dir auf die Tränendrüse drücke. Ja, soll ich dich schlagen? Ha? Was willst du? Toller Pip-Boy. Ist das ein 3000-K-Modell? Was für ein Haus. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Spaß. Oh Gott, was sag ich hier dauernd? Hau ab, Furz. Ich hab Hunger. Und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Tja. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Vergiss es halt. Mrs. Palmer hat gesagt, ich muss nicht teilen, ich habe nämlich Geburtstag. Wie wäre es, wenn wir es teilen? Für jeden die Hälfte ist doch fair, oder? Du kannst es haben. Süßgebäck ist sowieso nicht mein Ding. Sicher, Butch. Auf das Süßgebäck spucken und es ihm geben. Ich weiß jetzt schon, was ich nehme. Verkrümel dich, Butch. Du kannst mein Süßgebäck nicht haben. Siehst hungrig aus. Hat deine Mutter wieder alle Rationskupons versoffen? Nämlich deswegen habe ich jetzt selber kein Süßgebäck mehr, weil eigene Spucke essen. Na, obwohl. Nein, wir nehmen das hier. Rede nicht von meiner Mutter, du kleiner Punk. Was? Atem. Ich weiß, es war nur Spaß. Aber was gefällt zum? Dir das? Sicher, auch was geht denn? Hallo? Geht's noch? Die Leute mögen meine kleinen Butch, was glaubst du da zu tun? Lass ihn in Ruhe. Dein Freund eine wie läuft's, Kumpel? Wie geil. Alles Gute zum Geburtstag, oder? Ich hoffe, Butch hat dir nicht wehgetan. Willst du mir erzählen, was los war? Alles okay, nur Jungen, die sich austoben. Er hat versucht, mir mein Geburtstagsgeschenk wegzunehmen. Wirklich, ich habe angefangen. Es war nicht sein Fehler. Das Erste. Gut so, Sohn. Schön zu sehen, dass du dich von Butch nicht schikanieren lässt. Er wird in ein paar Jahren ganz schön schwierig werden, wenn ihn seine Mutter nicht an die Kandare nimmt. Naja, es ist ja nichts passiert. Die Party kann getrost weitergehen. Papa. Alles okay? Macht dir Butch wieder das Leben schwer? Mach dir keine Sorgen, Papa. Mit Butch werde ich schon fertig. Er versuchte mir das Süßgebäck wegzunehmen, das er Mrs. Palmer gab. Eigentlich habe ich damit angefangen. Er geht ziemlich leicht in die Luft. Ich nehme das Erste. Freut mich, das zu hören. Wenn du dich einmal von einem Rüpel herumschubsen lässt, wird es immer so weitergehen. Und jetzt komm. Ich wette, da haben noch andere Leute Geschenke für dich. Wir reden mit Stanley. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Wie cool, haben sie das für mich repariert? Ist in Ordnung, sieht allerdings nicht
Sieht allerdings ziemlich alt aus. Gefällt mir nicht. Wie bekomme ich das ab? Valley sagte, mein Pip-Boy ist Schrott. Das hier. Ja, hab ich. Schön.